Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen bei einer Affenhitze. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber es ist schon echt schwierig, bei so einer Hitze irgendwie aufzunehmen. Ich gucke gerne zu, klingt jetzt auch blöd, aber Streams und sowas gucke ich, aber Spielen ist echt übel. Vor allen Dingen, wenn ich hier an mein kleines Gamingzimmer denke, da muss ich die Fenster zumachen, damit dann letztendlich auch kein Straßenlärm reinkommt und alles. Es sind halt die schwierigen Phasen in dem Moment zu zocken. Und wenn ich jetzt hier einen Lüfter oder sowas anhabe, dann hört man das letztendlich. Und naja, ihr wisst ja, wie das ist. So, wir wollen nicht lang schnacken. Jetzt ist Manchester City ist quasi unser nächster Gegner. Und das heißt, da müssen wir nochmal ordentlich nochmal einen auf die Schippe legen. Denn wir haben jetzt die letzten Spiele zwar auch gut gespielt, aber ich glaube, Manchester wird uns nochmal alles abverlangen. Zuerst ein Heimspiel, das kann gut sein. Wir müssen sehen, dass wir natürlich kein Gegentor zulassen gegen Manchester. Das kann alles noch im Rückspiel dann blöd sein. Aber auf jeden Fall getragen von den Fans hier in Bremen, denke ich mal, wird das schon ganz gut funktionieren. Wir schauen mal, ob wir denn unsere Top-Spieler denn überhaupt einsatzfähig haben. Das wäre nämlich ziemlich doof. Ja, ich denke mal, so können wir spielen. Na gut. Also Mila raus und hoffentlich ist Semedo fit. Semedo auch noch nicht mal richtig fit. Ach du Scheiße. So, Leao kommt vorne in den Sturm. Ja. Alle irgendwie nicht so richtig hundertprozentig fit. Rüg nehmen wir auf jeden Fall mit. Ach du Schande. Ich glaube, dann wird Zeit. Bolignoli nehmen wir raus. Für ihn spielt Schurs. Und da waren sie wieder, unsere paar Probleme. Er ist mit Rot gesperrt. Verdammte Scheiße. Sens könnten wir mitnehmen. Für Danso. Wir haben jetzt nichts für die Flanken so richtig. Nichts, was irgendwie fit ist. Wir könnten ihn natürlich nochmal mitnehmen. Ach du Jemine. Dann so. Dann nehmen wir Sens mit. Ja. Eigentlich ja nicht schlecht. Unsere Abwehr ist so ein bisschen konditionsschwach. Das hatte ich mir natürlich ganz anders vorgestellt. Aber naja, so muss es funktionieren. Da sehen wir auch schon Sané. Der wird heute auf jeden Fall spielen. Keine einfache Aufgabe, absolut nicht. Und ich hoffe, wir werden nicht im Laufe des Spiels ein Problem mit der Kondition bekommen. Das wird schon laufstark werden. Kevin Danso, super entwickelt. 1,90 Meter, an ihm muss man heute dann auch bei Standards vorbeikommen. Und er war in den internationalen Partien immer so ein kleiner Wackelkandidat. Da hat man die Nervosität immer irgendwie gemerkt. Fehlpässe hat er sich da geleistet, das war alles nicht so schön. Hier sehen wir erstmal das Aufwärmen. Lazaro darf in die Mitte. Der seinen Wechsel zu Werder nicht bereut hat. Sofort Champions League. Und gegen Man U, das ist natürlich schon ein Highlight. Und dann haben wir auch die schöne Fanfare. Neblig. Oh, weil das jetzt hier so kühl, das wäre so geil. Oh Mann. Naja. So, im Visa-Stadion geht's also gegen Manchester City. Wolfuß, Frank Buschmann sitzen wir immer in ihren Moderatorenkabinen, aber sind hier auf stumm geschaltet. Und die Werder-Fans vollzählig angetreten, ausverkauftes Haus. Hier sehen wir den Weg. Im Finale könnten wir auf Man U oder die Bayern treffen. Bayern haben Barcelona ausgeschaltet, Real Madrid und jetzt gegen Man U, also die marschieren auch gut durch. Ich bin gespannt. Da sind sie, unsere Stars. Stanks von Anfang an in der Partie. Klaas natürlich mit dabei. Semedo, unser Neueinkauf Anfang der Saison. Ja, so soll es funktionieren. Per Schur ist auch dabei. Maxi Eggstein und im Tor Jiří Pavlenka. Auf geht's, würde ich sagen. Wir warten nicht mehr lange. Wir haben Anstoß, das ist schon mal gut. Das sehe ich wirklich als Vorteil.
Und da können wir mal eben hier schön unsere Taktiken einstellen. Und jetzt geht's los. Die Kugel läuft. Schön auf, Leao, Leao. Oh, ich hab gedacht, wir sind Tor. Riesenchance für Leao. Gute Parade. Gibt Ecke auf jeden Fall. So, wir machen wieder unseren Trick hier auf den langen Pfosten und wir spielen ihn ungefähr hier hin. Klasen hier irgendwie mit der Brust oder Hand? Nein, wir wissen es nicht. Ist bei ihm vielleicht auch beides das gleiche. So, was macht also jetzt Menu beim ersten Angriff? Walker. Schön gesehen auf Sterling. Der ganz schnelle Spiel rein in die Mitte. Sané wird Abschuss geben. Schuss. Ball läuft gut, Stanks. Und jetzt Klaassen. Jetzt mache ihn rein. Schön rausgespielt. Und Davy Klaassen. Komm, fällt ein Tor. Schon nochmal einen neuen Beitrag für die Werder Bremen Community. 1:0 nach 7 Minuten. Das ist natürlich schon super. Hier sehen wir es nochmal. Schön wie Leao das irgendwie ahnt, dass der Ball gar nicht für ihn gedacht ist und springt drüber. Und dann ist er da, Davy Klaassen, Unhalper für Eldersen am Tor vom Menu. 1:0, ganz wichtig, frühes Tor, das gibt natürlich Sicherheit. Aber Menu jetzt wieder im Angriff mit Jesus. Die haben Jesus in der Mannschaft. Sané. Und Postwenden macht Jesus das 1:1. Nicht gut verteidigt. Und da ist es. Das Gegentor, was ich eigentlich vermeiden wollte. God damn it. Kommt Semedo nicht mehr ran und dann hat Pavlenko auch keine Chance. 1:1. Wird es hier wieder doch so eine Runde wie gegen PSG, wo es hier am Ende 3:3 steht. Na, kommt er da ran. Haut Walker erstmal den Ball in die Luft. Davies mit der Flanke. Oh, da war Semedo einflugbereit. Und Eggestein an die Latte. Kopfball. Tor. Und es ist, glaube ich, Semedo ist es oder ist es Leao? Ich glaube, es ist Leao, ne? Es dürfte Leao sein, glaube ich. Oder? Leao macht hier das 2:1. Mein Gott, hier 13 Minuten gespielt, schon 3 Tore. An die Latte. Kopfball von Leao. Und da kann Eldersen nicht mehr reagieren. Werder stellt hier wieder die Führung her. 2:1. Da hauen sie noch mit den Köpfen zusammen. Und die Werder-Fans feiern hier die Mannschaft. Also wenn es so weitergeht, dann wird es am Ende ein 7:6 hoffentlich für Werder. Leao. Davies. Auf Stanks. Stanks versucht es direkt, aber kein Problem für Ederson. Aber Werder ist hier gut im Kommen. Viele gute Offensivaktionen. Und nichts ohne sonst steht es hier 2:1. Walker. Gündogan. Eggestein schickt Davies. Abgefälschter Ball.
Und dann ist die Situation fast geklärt. Sané. Ah, verdammt. Eigentlich eine gute Idee gewesen, aber das war nicht das wieder Sané. Kann den Pass auch erstmal spielen. Wieder schön auf Sané. Schurz. Und Pavlenka fischt sich den Ball raus. Fehlpass. Sterling. Gut gelöst von Pavlenka. Semedo. Stanks. Auf Davies. 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 Tor mit dem Außenriss. Was ein geiles Tor von Alphonso Davies. 3:1. Richtig guter Angriff. Und was für ein geiles Tor von Davies. Hier sehen wir es nochmal. Klaasen mit dem Pass. Davies behält die Ruhe. Und mit dem Außenriss haut er ihn in die Maschen. Sehr, sehr schönes Tor. Nicht einfach. Absolut nicht einfach. Aber es hat geklappt. So, das ändert natürlich schon wieder ein bisschen die Situation. Oh, da hat sich jemand verletzt. Ich glaube, es ist Karstorp. Mal sehen, wie lange er durchhalten kann. Vielleicht mindestens noch bis zur Halbzeit. Kopfball und kein Problem für Pavlenka. Klaasen. Auf Leao. Was war das denn für ein Fehlpass? Das war ja der Fehlpass des Jahrhunderts. Und wieder schön Sterling. Vieles läuft über rechts über Sterling. Jesus. Wieder Sterling. Aber missglückte Flanke. 37. Minute. Wir sehen hier einmal Raheem Sterling. Sehr aktiv. 12 Ballkontakte. Also wirklich läuft sehr viel über ihn. Dann so. Semedo. Auf Stanks. Da, der kam nicht an. Leao, versuch's doch mal. Und Einwurf für Menu. Da hat Stanks den Ball leider nicht unter Kontrolle gebracht. Sané. Ja, wir werden wahrscheinlich in der Halbzeit wechseln müssen und Karstorp rausnehmen. Und wahrscheinlich Rüdiger zu seinem Einsatz kommen. Aber ansonsten ist es eigentlich okay. Flanke. Boah, was eine geile Aktion. Und Ecke, Walker rettet hier. Und Ederson, super Parade. Ich glaube, direkte Abnahme von Klaasen. Ja, wäre auch, glaube ich, an die Latte gegangen. Wo sind die langen Kerls? Oh! Per Schurs. Hat sich nach vorne gewagt, setzt sich hier durch, aber Ederson zeigt bei Standards. Ist auch nicht so einfach zu überwältigen. Wieder Sané. Und Stanks. Ballverlust. Castor macht das hier gut. Wieder Ballverlust. Und dann ist Halbzeit. Wir werden jetzt mal gucken, was mit Castor los ist. Hier sehen wir nochmal das 1:0. Insgesamt mehr Ballbesitz für ManU, aber mehr Offensivpower bei Werder. Würde ich so auch unterschreiben. So, wir müssen hier wechseln. Lazaro haben wir noch gar nicht viel gesehen, aber auch er ist platt.
Wir nehmen jetzt aber erstmal. Meine Güte, wir nehmen jetzt erstmal Castor raus. Ansonsten müssen wir so weitermachen. Wir werden auf jeden Fall Lazaro irgendwie noch ersetzen müssen. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Aber so geht's erstmal jetzt weiter. Jetzt also Kevin Rüegg im Team. Gott sei Dank war er voll ausgeruht. Und er wäre wahrscheinlich so oder so reingekommen. Da haben wir ihn noch gleich gehabt. Gegen Sané ist natürlich auch nicht einfach. Sehr gut. Und Eggestein. Davies. Auf Lazaro. Schönes Auge. Rüegg. Leao ein bisschen abgedrängt. Und dann ist die Situation auch bereinigt aus Sicht der Engländer. Menu. Boah, schnell durchgespielt. Oh, das ist gefährlich. Tor. Doppelpack durch Jesus. 3:2. Das ist natürlich bitter. Direkt nach der Pause gleich der Anschlusstreffer. Ah, verdammt. Aber lassen sie auch viel zu viel Platz. Und Schurs ist nicht richtig beim Mann. Und dann kann auch Jiří Pavlenka sich strecken, wie er will. Der Ball geht rein. 3:2. Da müssen wir jetzt wirklich sehen, dass wir hier das Spiel etwas anders gestalten. Wieder Ballverlust. Rüegg. Ballverlust. Sterling. Dann so geht er nochmal rein. Wieder Ballverlust. Eggestein. Auf Davies. Und Klaasen erwischt den Ball nicht richtig, gibt Abstoß. Eine Stunde gespielt, Maxi Eggestein. Passquote 100%. Sehr, sehr aktiv in unserem Spiel. 3:2, noch sind wir vorne. Aber wie gesagt, das ist natürlich bitter. Hier auch mal ein Fehlpass von Menu. Eggestein mit einem Distanzschuss. Eggestein nochmal, Distanzschuss. Leao, Leao, Leao. Mann, 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 Mann. Und wieder Ederson. Super Reflexe. Kann hier noch entscheidend einwirken. So, jetzt vielleicht ein Standardtor. Na, so war das nichts. Dann so lässt sich den Ball einfach nehmen von Sané. Und der ist schon auf und davon. Da kommt Danso auch nicht mehr hinterher, der kann nicht mehr, der trabt. Oh Gott, 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 oh Gott. Rüegg. Wieder Fehlpass, er schafft es immer den Ball zu erobern, aber dann macht er gleich den Fehlpass und das war die Riesenchance für Sané. Gibt Ecke. Also Menu absolut hier noch nicht vom Fenster. Und Pavlenka holt sich hier den Ball. Lazaro. Oh, das war gar nicht so schlecht gedacht. So, jetzt wird gewechselt. Es sieht aus wie Suarez, der jetzt reinkommt. Für Kompanie. Wir gucken jetzt auch mal eben. Davies müsste eigentlich raus. Bringen wir für ihn. Oh mein Gott, ich müsste so viele auswechseln. Oh Mann. Tja, ich glaube, wir nehmen mal Lazaro raus. Und vorne. Ne, wir bringen Fagundes. Ich glaube, dann war's das.
Ich glaube, die Wechsel, die müssen es sein. Wir müssen hinten sicher und fit sein. Offensiv müssen wir dann mit dem leben, was wir haben. Und jetzt! Oh, die Latte! Das kann nicht angehen! Wie oft wir hier die Latte treffen, ist unglaublich. Und nochmal Ecke. Wir machen Torwart zustellen. Fagundes! Abgefälschter Schuss. Abstoß. Natürlich wird er abgefälscht von einem Werder-Spieler. Ja, Pep Guardiola kann zufrieden sein mit dem Spiel seiner Mannschaft. Absolut nicht aus dem Game, obwohl sie hinten liegen. Gündogan. Setzt sich hier durch. Wieder auf Walker, der hat viel Platz. Jetzt kommt Saints, der Neumann. Und, oh, Pavlenka rettet hier das 3:2. Riesenparade, noch eine Auswechslung. Sterling geht raus. Das hätte es eben sein können, das 3:3. Abstoß. Ja, die Fans müssen Werder jetzt hier echt gut unterstützen. Es ist nicht einfach. Erstmal sicherheitshalber zurückgespielt. Auf Eggestein. Auf Stanks. Abgefälschter Ball. Und wieder ist alles vorbei. Der Ball ganz schnell vorne. Bei Sané. Doppelpass. Machen die Engländer sehr clever. Und Werder lässt sich wieder ausspielen. Mare. Pavlenka faustet den Ball weg. Alpha Semedo. Haben wir nicht viel gesehen von ihm. Das muss man auch sagen. Sonst drückt er dem Spiel schon irgendwie mehr seinen Stempel auf. Und Davies. Vielleicht schafft er noch die Flanke. Und an den Pfosten. Und nochmal an den Pfosten. Das kann nicht angehen. Ah, nochmal die... Was war das denn? Was war denn bitte das? Also, das war ja jetzt viermal, fünfmal Pfostenlatte. Meine Fresse. Oh, Mann, ey. Wieso will FIFA nicht, dass ich ein Tor mache? Das ist nicht nett. Das ist not nice. So, auf die machen jetzt eins. Jetzt hier, Itta ist vorne. Oh, ein Pavlenka. 87. Minute. Jiří Pavlenka, was er hier heute hält. Er hält uns auf jeden Fall auf Siegeskurs. Ecke. Und da pflückt er sich wieder den Ball runter. Sané. Stanks. Gut gedacht, aber wieder keine Länge in diesem Pass. So ist das natürlich eine einfache Geschichte. Und der Ball ist wieder weg. Auf Silva. Jetzt vielleicht Werder. Mit Fagundes. Verliert den Ball. Mann. So, Nachspielzeit läuft. Jetzt bitte nicht noch so ein Last-Minute-Goal. Dropkick hier. Nimm den Ball. Und das war's. Das Spiel ist zu Ende. Richtig gutes Champions League Spiel. Sehr spannend. Wir gewinnen am Ende 3:2 und wir wollen mal hoffen, dass das eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel in Manchester ist. Es war sehr spektakulär. Vor allen Dingen diese Szene, wo der Ball quasi in Folge während eines Angriffs zwei, dreimal an den Pfosten, an die Latte ging. Die Pille wollte einfach nicht rein. Und naja, wir werden sehen, ob wir es im Rückspiel dann richten können. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!